Ach du Scheiße! Oh nein! Nein, 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 nein! Bitte tun Sie mir nicht weh! Ich habe nichts gemacht! Sie haben mich angegriffen! Gefesselt! Ich will nicht sterben! Was denn hier? Die Ninja Show? Ach du Elend. Ah, hat mir gerade noch gefehlt, ne? Und tschüss, ihr Ninja. Keine Zeit dafür. Aber warum will sie mein Geschick testen und mich weniger. Also sie will mich nicht direkt umbringen. Ja gut, obwohl. Naja. Warum so? Was hat sie davon, mein Geschick zu testen? Ja, war ich schon. Bin gleich da. Nummer 2 ist unterstört. Alles okay. Jetzt reicht's. Aua. Tschüss. Leben Sie wohl. Kein Scherz. Bitte, tun Sie mir nichts. Wer hat Ihnen das angetan? Sie waren völlig verhüllt, wie Ninjas. Shiva. Wer? Wo sind Sie jetzt? Ich weiß nicht. Mein Partner hat einen angeschossen und ist abgehauen. Sie haben mich gefesselt und sind ihm nach. Rufen Sie die Wache an. Die sollen einen Wagen für Sie schicken. Dann warten Sie irgendwo. Mach ich. Danke. Ich sollte eine Blutspur finden können. Das sollte mich zu dem anderen Polizisten führen. Folge der Spur.
Ja. Zentrale 4-9. 4-9, was gibt's? Das Feuer ist fast aus, aber es sieht so aus, als hätten wir hier eine Leiche. Todesursache noch unbekannt. Die Spurensuche soll sich das mal ansehen. Bestätigt. Wir schicken jemanden vorbei. Sichern Sie den Tatort, bis Sie ankommen. Noch eine Leiche. Ja. Ist sie hier weiter? Ist sie hier weiter? Ist sie hier weiter? Hier endet die Blutspur. Ich komme zu spät. Warum haben sie ihn getötet? Weil du es nicht getan hättest. Er war korrupt, ein Mörder. Aber darin liegt keine Gerechtigkeit. Was weißt du schon von Gerechtigkeit? Hinter Gittern oder davor, diese Leute ändern sich nie. Solange sie leben, bleibt Gotham verdorben. Das ist einfach falsch. Und ich dachte, du würdest mich verstehen. Dennoch, der Test muss weitergehen. Triff mich im Sheldon Park. Achtung, alle Einheiten. Shiva meint es ernst. Ich weiß. Das ist auch ein interessanter Effekt. Ah, da ist der nächste Test. Na schön. Zugehört, Leute. Heute Nacht ist eure Glücksnacht. Wegen Weihnachten und so hat der Boss entschieden, dass wir euch allen Geschenke machen. Er will nicht, dass irgendwer mit leeren Händen nach Hause geht. Also kommt und schnappt euch eine Knarre. Ihr habt mich gehört. Gratis Waffen für alle. Dank Oswald Chesterfield Cobblepot. Und das Beste an der Sache, wir wollen nichts dafür. Es gibt keinen Haken. Also, die Sache läuft so. Ihr stellt euch schön ordentlich in eine Reihe. Dann winken euch meine Jungs einer nach dem anderen rein. Seht euch ruhig um. Macht euch mit der Ware vertraut. Und dann nehmt, was ihr wollt. Aber macht schnell. Wir haben eine Menge Waffen, aber nur wenig Zeit. Wusste ich doch, dass Cobblepot voll in Ordnung ist. Das beweist es. Das wird Zion ist nicht gefallen. Wenn Batman das rausfindet, kriegen wir echte Probleme. Seht euch die ganzen Knarren an. Wird nicht leicht, sich zu entscheiden. Ey, ich habe schon rausgefunden. Ich bin auch ein bisschen. Vergiss es. Oh oh. Da. Boah. Au. Aua. Ich spreche dich in der Mitte durch. Mach euch.
hörst du mich schon? Zack. Und hier, oh Gott, der hat einen Waffe. Bam. Hier willst du keinen Schatz. Oh, erst mal ein kleiner Weg. Das geht mit. Ich werde mit dir. Oh, oh. Erledige sie. Brech mich in der Mitte, du. Ich bin hier das Opfer. Oh, jetzt reicht's mir mit dir. Muskelprotz. So, gehen wir rein. Gucken, was uns drin erwartet. Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Sie haben meinen Mann umgebracht. Ja, eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bewundere deine Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt, lass uns kämpfen. Der Sieg ist Shiva. Na gut. Ninja gegen Batman. Kann ja auch umschreien. Was? Ich hab's nur gekontert, die Frau, und die ist schon aus dem Docken. Ach du Elend. Okay. Zack, zack. Eine Sonderwurf. Aber ja, ist ja gut. Ist gut, ist gut. Du kannst es nicht. Es wird Zeit, dich. Oh Gott. Dann bekomme ich voll Energie. Voll Energie. Die Energie-Upgrades haben wir jetzt gemacht, meinte ich. Ich weiß nicht, jetzt ziemlich jeder ihren Scheiß Schwert ertrifft. Eine Sonderwurf. Jetzt reicht's ja mit deinem. Nein. Jetzt reicht's mal. Der Test ist vorbei. Und damit auch dein Leben. Was haben wir jetzt? Okay, das Schwert wurde eben nicht angezeigt. Ehrenhaft, hingebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham liegst. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt und aus der Asche neu geboren. Alfred, ich schicke dir zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittle sie der Polizei.
Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Fürs Erste. Ich glaube nicht, dass ich Shiva zum letzten Mal begegnet bin. Okay. Also ist das jetzt abgeschlossen. Na gut. Wir haben ja noch so ein Mord. Wir haben noch gar keinen Mord. Also ich hätte den einen Mord ja auch können. Ich würde den einen Mord noch ganz mal. Ja, dann. Oh nee, ich dachte, das ist jetzt der Zeitpunkt ist. Wollen wir hier rein investieren? Jetzt geht's. Ach, das war. Ach, so lol. Okay. Ja, kommt endlich bald. Na, das wollte ich nicht machen. Wo hier war irgendwo noch ein Mord? Weiß ich wo, aber irgendwo da war ein Mord. Genau, den wollte ich mal ganz kurz mit euch lösen. Dann ist es Zeit, einen Schnitt zu setzen. Alter, dann gib mir die Zeit aus. Obwohl es gerade eigentlich recht spannend ist. Und da gerade man echt Bock hat, weiter zu zocken. Als hätte mir den einen Mord kommen, den kann ich noch machen. Dann muss ich da. Kann ich nächstes Mal gleich eine Hauptquest hier durchstarten. Dabei nämlich. Haben wir natürlich alles, was. Nebenmission betrifft, haben wir dann fertig. Und nochmal. Die Feuerschäden erschweren die Beweisaufnahme. Ich sollte zuerst das Opfer identifizieren. Na, mach. Laut dem Zahnabgleich handelt es sich um Alex Kane. Ein kleiner Waffenhändler, der Geschäfte mit dem Pinguin macht. Die Todesursache war ein Schuss ins Herz. Das Feuer wurde sichergelegt, um die Spuren zu verwischen. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Schütze aus kurzer Distanz geschossen hat. Das lässt vermuten, dass die beiden sich kannten. Vielleicht ein geplatzter Deal. Interessant. Das Feuer wurde vom Opfer selbst gelegt. Chemische Rückstände weisen auf eine Brandgranate hin. Waffenhändler sind wohl immer gut vorbereitet. Das Feuer hätte ein Entkommen des Mörders verhindern müssen, aber es gibt keine zweite Leiche. Er muss einen Ausweg gefunden haben. Der Mörder ist die Wand hochgeklettert, um zu entkommen. Ich sollte der Spur folgen und schauen, wohin sie führt. Interessanter Mörder. Die Leiter konnte er niemals erreichen. Ich sollte weitersuchen, um herauszufinden, wie er entkommen ist. Die Abdrücke gehören King Lu, einem Killer des Pinguins. Gut möglich, dass ich ihn am Hafen finde. Was Kane wohl getan hat, um das zu verdienen. Irgendwo verdächtigen Stellen. Gut. Also, jetzt wieder noch. Ja, okay. Ja. Am Hafen. Gut, dann fahren wir nochmal dazu hin. Fliegen kurz hier, dann gehen wir dahin. Ja, aber das ist ja mal ganz einfach gemacht, die Dinger. Bin auch froh, dass da die Aufnahme abgestürzt ist, muss ich ehrlich sagen, weil das ist wie gesagt immer das Gleiche. Aber bis jetzt, ich weiß nicht, ob da auch noch Story-relevante kommen, ich glaube eher weniger. Ja.
Nee, wir sind wohl nicht da, ne? Wenn Kane tot ist, wie du sagst, warum haben wir da nichts davon gehört? Keine Sorge, das werdet ihr noch. Ach ja, warum? Warst du dabei, als er umgelegt wurde? Ich hab ihn umgelegt. Oh. Nicht so an. Mit dem Geständnis, das finde ich gut. Mit dem Geständnis. Ach, das sind Säu, Alter. Von Shiva. Na gut, du. Klar. Der Pisser konnte auf die Wand hochklettern. Kein Wunder. Aber mit dem Geständnis, das ist natürlich geil. Reicht's? Was willst du? Antworten. Hat der Pinguin dir befohlen, Alex Kane zu töten? Wohl kaum. Wenn überhaupt, wird Cobblepot mich deswegen töten lassen. Warum dann? Ich hatte es satt, den Schläger zu spielen. Ich dachte, wenn Kane verschwindet, könnte ich die Karriereleiter hochklettern. Du kletterst nirgendwo mehr hoch. Fall. Akte geschlossen. Na, ja, ist schon klar. Gut. Die nächste Killerin haben wir ausgeschaltet. Und wir haben die nächsten Fallakte gelöst. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und nächsten Mal untersuchen wir dann sofort das Stahlwerk. Ist ganz praktisch. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn wir dann zum Stahlwerk gehen. Und mal schauen, was uns da erwarten wird. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nochmal. Zum Abschluss nochmal, warte. Ah, geht das von da? Geht das überhaupt von da geschwind? Nee, ich glaube, das ist nicht viel, oder? Geht. Naja, nochmal 2000 Punkte extra. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss. Haut rein.